Ja, die fahren jetzt so langsam alle. Der Chef ist noch da mit der Frau. Die haben also alles ausgeschaltet. Hier liegt die Verschalung. Die wird dann in ein paar Minuten wieder abgeholt. Die ist garantiert gemietet. Aber warum nicht? Ja, und jetzt packen die ganzen Säulen in Plastikfolie ein. Ich denke, damit sie nicht zu schnell abtrocknen, damit die Feuchtigkeit drin bleibt. Wird sauber gekehrt. Ja, auch das ist eine relativ saubere Baustelle, da kann man nicht meckern. Also ich sehe nichts rumfliegen, ja, außer von dem Sturm jetzt natürlich, aber sonst ist alles aufgeräumt. Ja, so geht das hier in Thailand. Sonntagmorgen, 8 Uhr, ich lag noch im Bett, ich schlafe im Moment ein bisschen länger, da haben die losgelegt. Ja, ich zeig mal so eine Säule noch von nah. Ich hoffe, ihr könnt es gut. Ah, ne, jetzt bin ich ja in. Muss so gehen, dass die Sonne nicht scheint. Ja. Oben schauen die Eisen raus fürs Dach. Hier haben wir diese, wo ich gesagt habe, wo die das so zugemacht haben. Ja, Klärgrube, alles da, alles schön. Ich bin jetzt gerade hier hinten im Badezimmer. Das scheint ein bisschen anders aufgeteilt zu sein wie bei uns, aber das werden wir dann noch sehen. Ja, und mit dem Werkzeug und mit dem Gestell und mit allem kann man auch arbeiten. Ja, hier ist so ein Schacht. Den hat es ein bisschen zerrissen gestern. Aber ich denke, da kommt noch einer drauf, weil für oben nachher die Abdeckung, weil das ist ja nicht hoch genug. Aber da werde ich euch zeigen und berichten. So, jetzt kommt wieder mein abendlicher Rapport oder heute ist es nachmittaglicher Rapport. Ja, da ist noch viel geliefert worden heute. Der Chef kommt immer mal mit Motorrad, mal mit Auto. Da vorne, da muss ich da hingehen. Moment. Schauen wir mal, was sie geliefert bekommen haben. Vierkant, Edelstahl. Ja, das wird dann fürs Dach sein. Hier, wie gesagt, die Säulen sind eingepackt, dass sie langsam austrocknen. Ja, dann ist heute erstmal Schluss hier. Wie gesagt, Eisen ist schon da. Ich zeige euch mal noch genauer, welches. Ich habe keine Ahnung davon. Groß, mittel, klein. Ja, die Hunde liegen da und gucken. Und wir warten auf das nächste Gewitter. Hier hat es ja gestern Abend gut geregnet, aber auf dem Reisfeld, auf dem Grundstück, da hat es das Dach ja weggehoben. Das ist das andere Video, was ich nachher hochlade. Jo, die Firma kriegt morgen die Kündigung, die wissen schon, die sind schon alles am Wegräumen. Und die Nächsten waren heute schon da, die Cousine hat schon erzählt und zack, 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 das geht hier. Ruckzuck. Ich bin mal gespannt, ob auch ruckzuck gebaut wird. In diesem Sinne wünsche ich euch in diesem Video was. Abonniert meinen Kanal. Schaut auch mal auf in meinen Online-Shop. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao.